Ja, mein Name ist Peter Grundmann, bin Mitarbeiter der Firma Agricon und heute hier bei der Agrarwissenschaft Bad Dürnberg, um der Jahreendsensor eine Einweisung durchzuführen. Wir haben hier heute auf dem Schlag mit dem Endtester den aktuellen Bedarf gemessen. Nachdem wir den Endtester eingesetzt haben, haben wir dann mit dem N-Sensor an der Stelle eine Kalibrierung durchgeführt. Der N-Sensor misst über optische Sensoren die aktuelle N-Aufnahme. Der Endtester ist das Absolutsystem. Er sagt am Tag der Düngung, was ist der Bedarf an einer bestimmten Stelle. Und der N-Sensor über die Möglichkeit, dass er die N-Aufnahme aktuell misst, überträgt dann diese Information in die Teilfläche. Den Endtester nutze ich jetzt hier, um an dieser Stelle den aktuellen N-Bedarf zu ermitteln. Ich schalte den Endtester ein, gehe auf Messung, suche mir die Kultur und die Sorte heraus und habe jetzt die Möglichkeit, indem ich an 30 verschiedenen Blättern, es müssen immer die Blätter einer Pflanze sein, die voll entwickelt sind, habe ich jetzt die Möglichkeit, hier den Bedarf zu ermitteln. Ich knipse also an 30 verschiedenen Pflanzen und an dieser Stelle habe ich einen Endtesterwert von 694. Diese 694 Winterweizen und bei der Sorte bedeutet, dass hier ein N-Bedarf besteht von 40 Kilogramm. An dieser Stelle habe ich dann den N-Sensor kalibriert. Ich habe den N-Sensor also hier an der Stelle auf 40 Kilogramm N eingestellt und jetzt übernimmt der N-Sensor die Übertragung dieses Wertes in die Teilfläche. Das Ziel ist, den Bestand mit weniger Chlorophyll, mit weniger Biomasse mehr zu düngen und den Bestand, der viel Chlorophyll, der dunkler ist, der massig ist, wo viel Stickstoff eben aufgenommen wurde, den zu reduzieren. Ziel dieser Sensordüngung ist es, Ertrag zu steigern, einfach über eine angepasste Stickstoffdüngung den Stickstoff dorthin zu bringen, wo die Pflanze es auch wirklich benötigt. Erträge werden dadurch gesteigert. Wir haben die Möglichkeit, dadurch den Metrisch zu verbessern. Lager wird reduziert oder vermieden. Qualitäten werden gesteigert. Wir haben nur noch begrenzte Stickstoffmittel zur Verfügung. Und diese begrenzten Stickstoffmengen können wir mit so einem N-Sensorsystem eben optimal ausbringen und auch dieser N-Input eben ausreizen, damit wir eben die Erträge eben stabilisieren, erhöhen und Qualitäten absetzen.